bin Juraj Čižmarović. Ich bin Konzertmeister im WDR-Rundfunkorchester. Ein Konzertmeister ist eigentlich ein erster Geiger. Das ist der Mann oder die Frau, die dem Dirigent bei Eröffnung des Konzertes die Hand gibt. Die Geigen und speziell die erste Geigen sind die Primadonnen in der Orchester. Ohne erste Geige geht gar nichts. Wir haben so ein Glück, dass fast alle Komponisten uns die schönsten Melodien geschenkt haben. Die Geige besteht von mehreren Teilen. Oben haben wir die Schnecke. An der Schnecke sind Wirbeln, die halten vier Saiten. E, A, D und die tiefste G. Das Schwarze hier ist Griffbrett. Dieser kleine Teil, diese wunderschöne Brücke, heißt Steg. Dieser Teil, wo die Saiten enden, heißt Saitenhalter. Und das Schwarze ist ein Kinnhalter. Wenn ich einem Blinden beschreiben würde, was eine Geige ist, würde ich sagen, du musst das in die Hand nehmen. Und dann spürst du etwas Zierliches, Kleines, Warmes, mit Saiten, die man zum Leben bringen kann. Und ich würde ihm auch einen kleinen Zauberstab zeigen, und das ist der Bogen. Die Geigen können ohne Bogen zwar leben, aber mit Bogen können sie singen. Meine Geige ist sehr alt. Älter als meine Eltern, als meine Großeltern, als meine Urgroßeltern. Die Geige ist ein Meisterwerk von einem alten italienischen Meister, Niccolo Galliano. Und der hat sie gebaut 1761. Ich war 11 Jahre alt, als ich mich hoffnungslos verliebt habe in eine Musiklehrerin. Aber letztendlich habe ich mich verliebt in ihre wunderschönen Bordeaux-kleinen Geigenkasten. Und als sie das geöffnet hat, ich wusste, ist was passiert. Ich will sowas haben. Wenn man das gelernt hat, wie man übt, kann man unglaublich viel Spaß haben. Es gibt nichts, was mich an der Geige stört. Wirklich nicht. Wirklich nicht. Ich bin Oliver Wehnhold. Ich spiele Cello. Und zwar im WDR-Rundfunkorchester Köln. Ein Cello ist eigentlich auch eine Geige, nur ein bisschen größer. Und es wird nicht am Kinn gehalten oder auf der Schulter wie eine Geige. Dafür ist es einfach zu groß, sondern man kann es immer ganz bequem im Sitzen spielen. Das ist ein großer Vorteil. Ein Cello klingt sehr ähnlich einer tiefen Geige, aber einer schon ziemlich tiefen Geige. Auf einem Cello kann man einfach ganz viele verschiedene Klänge erzeugen. Die Celli haben eigentlich zwei Hauptfunktionen. Entweder bilden wir eine Art Fundament zusammen mit den Kontrabässen. Wir bereiten für die höher spielenden Instrumente so eine Art schönen Teppich oder eine gute Basis, wo die anderen drauf spielen können. Mal begleiten wir und mal spielen wir praktisch die erste Geige. Eigentlich ist Cellospielen eine ganz bequeme und natürliche Angelegenheit. Also einfach die Finger hier oder hier oder hier und dann kann es auch schon losgehen. Es gibt in Konzerten diese ganz besonderen, quasi magischen Momente. Das ist, wenn man den Eindruck hat, dass
alles genau so klingt und so funktioniert, dass sozusagen die Musik und das eigene Spiel und die Aufnahme auch durch die Zuhörer so wunderbar miteinander verschmelzen. Das ist ein beinahe rauschhafter Zustand. In so ganz bestimmten Momenten, dann läuft mir wirklich eine Art von Gänsehaut über den Rücken. Das Wichtigste ist doch, dass wir Musiker, aber vor allen Dingen die, für die wir spielen, dass die nach dem Konzert nach Hause gehen und sagen, boah, das war wirklich ein wunderschöner Abend. Ich heiße Raimund Adamski und spiele Kontrabass im WDR Symphonieorchester. Der Bass hat die Form von allen anderen Streichinstrumenten und ist auf jeden Fall größer als ein Kind, meistens auch größer als ein Erwachsener. Zum Spielen mit den Saiten brauche ich noch einen Bogen und zum Zupfen brauche ich nur meine Finger. Den Bogen hält man am Kontrabass so. Der kleine Finger kommt unten dran, der Daumen kommt hier oben drauf und der Zeigefinger oben dran. Das ist die sogenannte Untergriffhaltung. Früher haben die Bassspieler die Haare sogar gespannt mit ihrer Hand. Das brauchen wir nicht mehr. Wir haben jetzt einen Frosch und eine Schraube, die spannt die Haare. Wenn ich streiche, wie kommt ein Ton heraus? Ich lege den Bogen auf die Seite und lasse den Arm ein bisschen hängen. Wenn ich dann merke, dass der Bogen auf der Seite liegt, kann ich einfach mal den Arm bewegen. Da kommt auch ein Ton. Wenn ich wieder liegen lasse, stoppt der Ton. Wie trifft man die Töne auf dem Griffbrett? Ungefähr kann man sich das merken. Wenn zum Beispiel hier ungefähr die Nase ist, dann weiß man, hier ist die erste Lage. Im Sitzen jedenfalls. Oder man weiß, dass hier, wo der Daumen im Hals sich festhält, dass da das D ist. Das findet man automatisch. Andere Stellen kann man nach Gefühl finden, ungefähr so. Das ist ungefähr so, wie wenn man nachts im Bett das Licht anmacht. Dann findet man den Schalter ja auch. Und weil wir oft Bass spielen, findet man die Töne dann auch wieder. Wie fängt man mit dem Bassspielen an? Am besten ist, man zupft erstmal. Ich würde sagen, das kann man schon in der ersten Stunde lernen. Dann nimmt man den Bogen und macht zum Beispiel so. Dann kommen irgendwann mal die Finger dazu. Später kommen einmal Finger und Bogen zusammen. Das klingt dann so. Ein Schulkind hat mich mal gefragt, halt den Bogen doch mal falsch rum. Das mache ich jetzt mal. Wir sind für beides da eigentlich. Für die Harmonien, für die Grundtöne und auch für den Rhythmus. Im Orchester macht es besonders viel Spaß, wenn man andere begleiten kann. Und dann zu hören, wie die Basstöne zu dem anderen dazu passen. Im Orchester spielen wir bei ganz vielen Stücken, zum Beispiel Stücken von Mozart und Beethoven, die Grundtöne. Und teilweise haben uns die Komponisten auch Stimmen reingeschrieben, ähnlich wie eine Geige fast. Aber das ist ziemlich selten. Wenn ich mit Kindern über meinen Beruf spreche, dann möchte ich denen eigentlich erklären, dass das Spaß macht, wenn man was selber macht. Wenn man ein Instrument hat, was keinen Strom braucht. Ich brauche keine Steckdose. Ich kann den Klang eigentlich immer selber machen und muss nicht an den Knöpfen drehen. Es ist schön, dass ich das ein ganzes Leben lang machen kann.